Bin ich ein Mensch? Ja. Bin ich eine Frau? Nein. Nein. Oder? Bin ich männlich? Nein. Nein. Okay, leck mich. Bin ich ein Mensch? Mhm. Ja. Lebe ich noch? Ja. Komme ich aus Europa? Ja. Bin ich männlich? Ja. Hey, wie krass bist du? Jetzt reicht's aber. Rede ich Deutsch? Ja. Dann mache ich Sport? Ja. Ja. Fußball? Nein. Bin ich ein Mensch? Ja. Ja. Oh, es ist so schlimm. Rede ich Deutsch? Nein. Nein. Ich bin non-fiktiv. Was? Boah, Fremdwörter, geil. Geil. Ja, du bist real. Bin ich Mann? Nein. Nein. Ich lebe noch. Ja. Ja. Ja, ich muss machen. Bin ich in einer bestimmten Sparte zu Hause, in der ich berühmt bin? Also in einer bestimmten Sparte, in einer bestimmten Richtung. Kann man mich im Fernsehen sehen? Nein. Nein. Ich bin ein Mensch. Aber ihr habt gesagt, ich bin kein Mann. Nein, du bist eine Frau. Wenn es gibt auch weibliche Menschen. Also nur. Es gibt ja noch was dazwischen und so. Krass. Alles dazwischen und außerhalb. So, okay, bin ich eine Frau. Korrekt. Bin ich über 40? Oh, ich war klar. War klar, weil er mir das gibt. Ruft dann, warte ganz kurz. Dann kennt man mich auch aus dem Fernsehen. Absolut. Ich bin eine Frau über 40, wir kennen mich aus dem Fernsehen. Ich bin Mensch. Aus dem Fernsehen. Ich bin... Frau. Ich bin... Ich bin eine fiktive Person. Also, mich gibt es nicht in echt. Aber das, was hier drauf steht, diese Person gibt es nicht in echt. Doch. Nein. Nein. Doch. Gibt es nicht in echt, darf man so nicht stellen. Mich gibt es in echt. Du bist keine fiktive Person. Nein. Ich gibt's in echt. Bin ich? Ja, du kannst doch nicht so den Sessel scheißen. Ist dein Zimmer. Es ist so heiß hier drin. Ich habe vorher gefragt, ob die Person Sport macht, aber ich frage jetzt, bin ich ein Sportler? Ja. Nein. Nein. Ich weiß es. Wer denn? Bin ich ein realer Mensch? Ja. Bin ich ein Mann? Ja. Bin ich in der Medienbranche zuständig? Also mach ich Nein. Mach ich so fertig? Nein. Ich sag mal so, nee. Nee. Ja, sie da zu lachen, der kann ja nicht. Ja, Niki, du bist dran. Lebe ich noch? Ja. Ein Scheißtrick, ey. Bin ich eine Frau? Ja. Ja, oh. Ach, ja, ich wusste das nicht mehr, was ich hatte. Bin ich unter 30 Jahre alt? Ja. Boah, weiß ich nicht. Ja, jetzt wird knapp langsam, ne? Bin ziemlich sicher, ja. Echt? Ja, ich würde auch sagen, ja. Guck mal, weil ich google. Ich würde sagen, doch, drüber. Aber ich bin, weil ich google. Was war bin ich unter 30? Ja. Boah. 29 also. Ne? Hervorragend, danke für jetzt weißt du mehr. Danke für das kann doch jeder sein. Bin ich in der Unterhaltungsbranche tätig? Ja. Ja. War ich schon mal im Fernsehen? Ja. Bin ich regelmäßig im Fernsehen? Oh Gott, ja. Regelmäßig ist was anderes. Nee, guck das, nee. Doch. Definiere regelmäßig im Fernsehen. Doch. Einmal im Monat. Oh ja, ja, ja. Einmal im Monat, ja. Einmal im Monat, ja. Bin ich im Fernsehen bekannt geworden? Ja. Ja. Bin ich Leonie? Nee. Bin ich in der Unterhaltungsbranche tätig? Ja. Frage geklaut. Ich bin in der Unterhaltungsbranche, ich bin berühmt und ich bin ein Mann und ich bin nicht im Fernsehen. Ja. Du bist so ein alter Hase. So, wollt ihr mich verarschen? Ja. Digga, es gibt noch andere Sachen außer das Fernsehen. Was denn? Opa. Max ist dran. Ich bin dran. Du wirst nicht drauf kommen. Ich bin eine Frau über 40. Mich gibt's denn echt? Der Verlierer? Ich bin Mensch. In rosa Tütü durch München. Nee, ich bin Mensch. Okay. Das ist jetzt crazy. War ich schon mal bei Wetten, dass? Sag mal. Ich würde ja sagen. Oh, war ich klar. Ja. Ich bin so in deinem Kopf drin, ne? Ja, er ist in deinem Kopf. Ja, du hast keine Ahnung. Was so. Nee, Schradin, er ist in deinem Kopf. Nee. Kenne ich die Person? Ja. Ja. Keine Ahnung. Sah ich in meiner Prime gut aus? Nein. Was? Wie sieht das? Nein, definitiv oder findest du schon? War das dein zu schnell? Viel zu schnell. Und ich möchte mich davon distanzieren. Hey, sah ich mal richtig gut aus? Nee. Du, ja, nochmal sag ich. Ich kann doch distanzieren. Sah ich so mit 22 sehr gut aus? Ich hab keinen Plan. Sag ich, du weißt es doch nicht mal. Kennst die Person nicht. Es ist doch Geschmackssache, ob man gut aussieht oder also nicht. Also nur vom. Schöner kommt nee, von Max, auch, wenn nur vom Hören. Es ist ja auch Geschmackssache. Bin ich dran? Jeder Mensch ist hübsch. Ja, außer mein Charakter. Ich habe eine hässliche Frau bekommen. Bin ich in der Unterhaltungsbranche? Ja. Bin ich durch Social Media groß geworden? Ja. Das hat meine Sportart was mit Gewichten zu tun? Nein, Mann! Nein! Du bist so auf Sport fixiert! Ja. Was machst du das? Bin ich ein Schauspieler? Mann, das packt ab, dass hier bei jeder Frage lacht, Mann! Das ist so scheiße. Ich bin ein Verrückter. Mit dem Verrückten. Bin ich Deutsche? Ja. Singe ich auch auf Englisch? Nein. Bin ich unter 50? Ja. Hey, wow. Ich bin ja schon, oder? Pi mal Daumen. Wenn
der Mensch, der da oben drauf steht, nackt vor euch stehen würde, würdet ihr lachen? Ja. 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 Aber das würde ich aber jedem. Du? Bin ich dick? Ja. Das war die Antwort auf die Frage davor. Ich bin männlich, berühmt, dick und wenn ich nackt bin, würde ich lachen. Okay? Komm, das ist so Fass doch mal zusammen, bitte. Fass doch mal zusammen, Franz. Dick. Darf man das so sagen? Hab ich weiße Haut? Ja. Darf man nicht sagen. Ist rassistisch. Nein, aber... Das kriegt dann Shitstorm. Nein. Die Zuschauer können das differenzieren. Ja, ja, ich weiß, weiß ich doch. Männlich, weiße Haut und man lacht, wenn ich nackt bin. Warum lacht man, wenn ich nackt bin? Du hast die Frage gestellt. Ja, wenn, egal welche dicke kennt Person. Diese Person? Ja. Ich ja. Glaub schon, oder? Ja. Oder? Ja. Ja. Ich bin hässlich, also trotzdem hässlich. Nein, nee, würde ich so nicht sagen. Ja, also, aber nee, ich würde sagen, schon attraktiv. Ja. 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 Also, ja. Also nein. Antwort ist nein, meinst du? Unkonventionell. Ja, nein. Unkonventionell. Nein. Ich bin über 40, mich gibt's in echt. Und ich bin ein Mensch und eine hässliche Frau. Das möchte ich so nicht stehen lassen. Okay, du hast gefragt, ob du schön warst. Dann sehe ich normal aus. Leute, wir kriegen so einen Ärger. Du warst nicht schön. Bin ich intelligent? Ja. Ich würde sogar ja sagen. Ja. Also ich würde sagen, ich würd ja sagen. Ich komme nicht so aus der Schauspielbranche. Das kann man nicht auch. Ja, würde ich auch sagen. Doch. Würde ich auch ja sagen. Ja. Ach so. Naja, schon. Ja. Bin ich blond? Ach so. Warte mal, ich dachte ja gerade. Nee, wir nehmen ja. Also hatte ich schon Schauspieljobs so? Ja, ich würde es schon sagen. Nee. Im Entferntesten. Das nee, weiß ich dann nicht. Wenn manche Buchungen stehen und sagen, könnten Sie mal das und das machen, da hat die das auch schon gemacht. Weißt du? Boah. Hattest du mal Schauspieljobs? Schwierig, ich würde es trotzdem mit Ja beantworten. Ich würde sagen, wir beantworten die einfach nicht, damit wir dich nicht auf die falsche Fährte. Wir sagen, okay. Wir beantworten nicht. Digga, du Wichser. Ey. Boah, ich hasse alles hier dran. Du hast gerade anderthalb Minuten gefurzt. Mein Bauch kommt raus. Das ist scheiße. Das hört sich an, als wenn jemand eine Kettensäge angerissen hätte, um Wald zu fällen. Ich dachte, da kommt jemand rein. Du hast dich bestimmt eingeschissen. Hast du dir in die Hose geschissen im Zimmer? Boah, ja, kannst du dich selber sauber machen. Wenn du alter Mann dich neben mir im Bett einscheißt, ich werde dich nicht wickeln. Real Job. Der scheißt sich ein und wischt sich seine Tränen. Hör zu, ich muss das. Ja, erzähl mal, warum hast du anderthalb Minuten lang gefurzt? Oh, scheiße. Ich liege in einer Position, die ist entspannt. Ja, das war wie so ein Senil. Der ich hatte Probleme mit der Verdauung heute und ich möchte jetzt einfach weitermachen. Okay. Ihr sitzt da so verfickt im Bett und lacht und ich habe Schmerzen bei jedem verfickten Lachen. Bin ich normalgewichtig? Wow. Nein. Du triffst immer wieder ins Schwarze! Du triffst immer wieder ins Schwarze! Oh Gott, ich bin ja richtig fett! Ich bin ja richtig dick! Max! Was ist? Ich habe auf die Frage gewartet und habe seit 10 Minuten gedacht, wenn die Frage. Dann muss ich ja richtig dick sein. Oh. Wie kannst du mich zurückhalten? Oh, komm, Scheiße. Setz dich auch wieder hin. Welche dicke alte Frau war denn bei Wetten, dass? Kennt ihr das, wenn ihr so 5 Minuten auf so eine Frage wartet? Dann, Gott sei Dank haben sie. Und dann kommt sie und dann schallert's. Ich möchte mich für alles entschuldigen, ohne Scheiß, weil... Ich kann da auch nichts sagen. Das fällt uns alles auf die Füße. Ich mehr der nicht, weil ich weiß nicht, wer es ist. Ich hatte eine Fährte, aber die ist tatsächlich falsch. Ja, Digga, du warst so auf der Sportlerfährte. Ja, ja, okay, ich habe nichts mit Sport zu tun, aber ich mache wahrscheinlich Sport, so irgendwie. Okay, warte, stopp. Ich bin über 20. Ja. Aber unter 30. Ich weiß gar nicht, was. Nee, ich würde sagen, nee. Social Media über 30. Du bist. Bin ich Musiker? Nein. Nein. Mein Zahnwex muss ich immer lachen. Zahnwex ist geil. Ich muss immer lachen. Egal, was er fragt, wir lachen. Ich habe bis jetzt nicht eine Ja-Antwort gehabt. Du hast nichts. Sängerin, Deutsch unter 30. Ah, jetzt Haushalt raus. Also, was soll denn das? Bin ich erst in den letzten 10 Jahren bekannt geworden? Ja. Nein. Oh, was? Nein. Okay. Bekannt, also groß bekannt. Jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mal einen TikTok mit 2 Klicks gehabt, sondern so richtig, man kannte mich. Also, ich würde sagen vorher. Vorher. Gibt es TikToks mit 2 Klicks?
Nee, das TikTok hat ja zwei Klicks. Stell dir vor, jetzt kommt jemand zu, der hat jetzt so seinen großen TikTok rausgehauen, hat so zwei Klicks gemacht, wir machen uns immer lustig. Ich bin männlich. Ihr lacht, wenn ich nackt bin. Ich bin nicht der Schönste, aber auch nicht hässlich. Ja, habe ich so nicht gesagt. Habe ich eine Markanz? Also ist an mir etwas, was markant ist? Also, was heißt das? Beispiel. Ich habe knallweiße Zähne. Also die Kauleiste. Also irgendwas, was raussticht. Ja, irgendwas, was raussticht. Also die Kauleiste, mein glänzend Keramikweiß. Ich würde sagen, ich würde auch Nein sagen. Markantes Merkmal, würde ich sagen. Ich habe nichts, was raussticht. Irgendwie. Also was richtig raussticht. Okay, um ein Beispiel, für Markanz hat irgendeiner von uns 5 Grad im Raum, eine Markanz. Eine Schnauze. Schnauze. Ah, stimmt. Schnauze wäre vielleicht, ist die Schnauze schon Markanz? War ich das schon für markant sein? Es ist ein Merkmal, oder es ist... Was ist das für eine Scheißfrage eigentlich? Aber wer Nein die Antwort ist, die Antwort ist, glaube ich, die Antwort ist Nein. Nein. Also ich habe keine Markanz, ich bin ein richtiger, abgefuckter Langweiler. Ja. Ja, können ja. wir so können ja. Wir ja. Ja. Aber ich bin bekannt. Ja. Hey, mach's doch, ey, Junge. Ja, aber Moment, ich bin bekannt und im Entertainment-Bereich, aber ich bin abgefuckter Aber Schweine langweilig, ja. Und fett, nicht vergessen. Extrem. Hä? Und wenn er nackt ist, lachen wir. Wie geht das? Die Sachen gibt's, gar nicht. Max, okay. Wofür war ich verwenden das? Wir haben jetzt folgende Option, ich denke nur laut. Musik zum Beispiel, glaube ich nicht. Dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen besser aussehen. Dann gibt's Politik. Bin Max jetzt eine Politikerin? Weiß ich nicht. Könnte vielleicht sein. Bin ich eine Schauspielerin? Da kam nicht genug. Was gibt's noch? Wofür sind die Leute da? Oh, es gibt noch Comedy. Ich komme. Ja, okay. Bin ich witzig? Ja. Ich bin witzig und über 40. Und dich. Bin ich Cindy aus Marzahn? Ja, ja, Alter, das war krass. Es war oh krass. Mein Gott. Alter, das war krass. Ich kenn die nicht. Guck, das, war krass. Guck, das war krass. Das ist doch geil. Das war gut hergeleitet und dann mit boah, stark. Ich bin über 30, kann Deutsch reden, lebe noch. Kann aber sein, dass auf Deutschland, Österreich, Schweiz bin. Deshalb meine Frage. Ja. Komme ich aus Deutschland und von dort geboren? Ja. Bin ich Oppo Red? Nein. Bin ich Politiker? Das Spiel macht keinen Spaß. Boah, so. Hab ich im letzten Jahr im Radio gelaufen. Ja. Gehöre ich aktuell zu den Top 5 Sängerinnen Deutschlands? Ja. Sarah Connor. Nein, die singt Englisch. Die singt Englisch. Englisch und wir auch nicht in den Top 5, oder? Okay. Wenn ich nicht berühmt wäre und über die Straße laufen würde, würden mich Frauen anquatschen, weil ich... Nee. Weil du so ein geiler Typ bist? Nee. Tarek sagt nein. Max, was hast du? Nee. Ich bin im Internet unterwegs. Ja. Ja. Also TikTok oder was weiß ich, Facebook und Ding. Oh, Facebook ist geil. Facebook. Ich glaube Facebook nicht, nein. Nein, Insta und so. Insta, ja. Snapchat. Snapchat. Da heißt es Scheiß halt. Ich bin unter 50, ne? Ja. Okay, ich bin Trimax. Falsch. Du Wichser. Bin ich YouTuber? Ja. Ja, safe. Bin ich schon länger am Start als 5 Jahre? Ja. So ein OG. OG, yeah. Achso, OG. Das ist noch kein OG. Ach so. Nee, OG. Okay, okay. Aber du bist nee, schon so definiere, nicht. Definiere, mehr. OG. Viele Frage weiter aus. Okay, OG ist so ungespielt Zeit. Nein. Hab ich schwarze Haare? Ja! Ja! Oh mein Gott. Bin ich Ozzy Osbourne? Nee. Okay. Warte, bin ich Rapperin? Ja. Nina Chuba? Nee. Hab ich den mal persönlich getroffen? Warte. Wir wissen halt nicht, auf was für Events und sowas du unterwegs warst. Aber ich glaube schon. Ja. Aber ja. Internet? Ja. Nee, ja. Ja, gut, aber auf ja, doch, safe. Ja, ja. Ja, ja. Doch, safe. Ja, safe. Ich bin mir 100% sicher, ja. 100%? Ja. Ja. Haben wir uns auch wahrgenommen auf diesem Event oder sind wir nur aneinander vorbei? Max? Ja. 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 Wir haben uns wahrgenommen. Ja. Ich kenne ihn. Ja. Ja. Er kennt mich auch. Ja. Ja. 100%. Safe. Richtig. Richtig. Du hast Digga. Es. Du es hast es. Oh mein Gott. Digga, wir haben also das so krass haben. Geplayed. Ja, wir haben übergeplayed und du hast es trotzdem zurückgeplayed. Du hast mich einfach eine Dreiviertelstunde lang gefatshamed und dann bist du auf mich gekommen. Er ja, ist langweilig, ist fat, ist nicht lustig. Er hat kein markantes Aussehen, er sieht langweilig aus. Wenn er nackt ist, lachen wir alle. Aber ich wollte, pass auf, ich wollte erst Knossi sagen. Der hat auch gefatscht. Geh du. Hat's geklopft jetzt schon wieder? Ja, habe ich vor Social Media was anderes gemacht? Ja. Wow. Und durch das bin ich bekannt geworden? Ja. Bro. War es so was mit Fernsehen?
Oder so. Also was heißt was mit Fernsehen? So. Irgendwas, was im Fernsehen lief. Ja. Oh, bin ich Anwalt? Nee. Fuck. Oh, aber. War witzig. Nicht schlecht. Bin ich Arnold Schwarzenegger? Nee. Ist Politiker. Hier kommt mein Charakter? Ja. Pissen. Shirin David. Richtig. Richtig. So. Ey, Niki, dann geh mit, ich's mit Pissen jetzt. Ja. Okay, ich geh mit Pissen. Nein. Nein. Es wird kontrolliert. Komm, Ali. Bin ich momentan in meiner Prime? Nee. Du bist so ein Assi, Savix. Ich? Die Prime liegt hinter dir, Bro. Ja. Okay. Ja. Oh, ja. Denn nicht Deutsch, aber auch nicht Englisch, auch nicht Indisch und auch nicht Russisch. Ja, Russisch ist krass. Ich bin kein Schauspieler und kein Politiker. Richtig. Also wenn du eine Frage stellen würdest und du die Antwort kriegst, dann würden sich ganz andere Welten eröffnen. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, warte mal ganz kurz. Egal was du sagst, Max. Zabex würde niemals dadurch einen Vorteil haben. Dadurch ficke ich ihn komplett auf alles weg. Ich bin doch schon lange. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die Person kann Indisch sprechen. Boah, das ist doch gut. Dann hat er jetzt zweimal. Ich kann jetzt einen. Ja, jetzt hast du zweimal raten. Das ist ein Nein mehr. Bin ich Rashid von Big Bang Theory? Mach ich auch Musik? Ja. Ich mache auch Musik. Ich finde es interessant. Auch, aber nicht als Hauptding. Finde ich sehr auch, aber nicht als Hauptding. Das ist so. Nee, ich habe gefragt, auch. Ja, das ist so eher so ein Nebending. Hä, aber wer? Stream ich auf Twitch? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob man das hier fragen darf, aber habe ich weiße Haut? Ja. Ich weiß nicht, ob man das hier fragen darf. Ja, du bist ein hellhäutiger. Lebe ich noch? Nein! Jetzt hast du es endlich. Das war die eine Frage. Oh, und jetzt warst du in der Gegenwart drin. Das war wichtig. Ganz wichtige Frage. Mache ich Informationsvideos auch so ein bisschen? Nee, auf. Ja. Sehe ich aus wie ein Schlumpf? Nee. Nein. Hä? Wer wäre es gewesen? Rezo. So ein Scheiß. War ich in der Modebranche unterwegs? Nein. Ich gebe jetzt einen Tipp für Zabex. Du bist Italiener. Und jetzt rat dein Scheiß fertig. Das ist ein echter Scheiß-Tipp. Oh. Nein, man, das nicht. Bruder, du gibst mir nur Scheiß-Tipps. Du sagst nur Scheiße. Ich habe niemals gefragt, ob du in den 2000ern gelebt hast. Hör auf. Ich schlage dich gleich. Ich kenne keine Leute, du Schwanz. Verstehst du das? Ich kenne keine Namen. Nee, du kennst. Ey, du warst in der Schule gewesen. Jetzt reicht's. Ich kenne keine Italiener. Aber stopp, es ist auch irreführend. Ja, gut. Ich wiederhole jetzt den Tipp, den Schadin gerade schon gegeben hat. Frag doch mal, wann du gelebt hast. Oh, das war, hast du das echt gesehen? Ich hab nichts gesagt. Er ist genau weiß. Das kommt von Niki. Ich wüsste nicht, aber grob. Aber grob. Ich wüsste das nicht mal. Bin ich ein Künstler gewesen? Nein, aber jetzt denkst du schon besser. Aber das war schon ganz, ganz, ganz toll. Ja, das war wirklich super. Das war super. Das ist keine Comedy, kein Sport, keine Mode. Keine News. Überleg du schon, was du gleich Bro, at this point macht den Chat nur noch sauer. Ist das noch entertaining? Ja, ich glaube wirklich, das liebe ich. Ja, weil wir beide so sauer sind und ich bin extrem sauer. Ich gucke jetzt auch in mein Bauch brodelt so richtig. Ja, ich auch. Ich habe richtig so ein Gefühl. Ja. Okay, wollt ihr es abziehen? Nee. Tanzen, hallo, tanzen. Das ist es. Nicht ausschließlich, aber ja. Ja, doch. Boah, wollen wir uns noch was zu trinken holen? Nee. Tanzen ist dabei. Lass einfach jetzt fertig machen hier, komm. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, ich hab's. Niemals. Ich hab's. Ja. Oh mein Gott, ich glaube, ich hab's. Okay. Ich hab's. Du bist dran. Ich hab's. Sag es. Ich hab's. Sag es. Okay, warte. Und danach sind wir Zabex. Ich hab's. Ich hab tanzen. Nein. Ich hab tanzen nur aus Spaß gesagt. Zabex? Aber ich glaube, Information macht Sinn, weil du weißt ja. Ja. Musik macht Sinn, weil früher. Du bist? Jamie Fragrance. Ja. Oh mein Gott, Digga. Aber ich muss auch sagen, den verteile ich immer, weil das ist so schwer drauf zu kommen. Das ist wirklich schwer. Der macht wirklich alles. Und er macht alles. Der ist im Fernsehen, der hat Musik gemacht. Ich habe schon einmal, weil wer bin ich, Jeremy Fragrance verteilt. Und ich nehme immer den, weil der ist auch so ultra schwer. Ja, ja. Auf den kommst du nie. Ich habe Wer bin ich verloren. Das ist ja krass. Nee, aber mach weiter. Das ist geil. Die Leute lieben das. Aua. Habe ich in den 80ern gelebt? Nein. In den 70ern? Nein. In den 60ern? Nein. In den 50ern? Nein. 1800? Nein. 1700? Nein. In den 90ern? Nein. Anfang 2000er? Nein. Habe ich überhaupt gelebt? Ja. Scheiße, meine Wahl. Jetzt checkst du es mal langsam, oder?
1600. Nein. 1500. Nein. Ja, 1500 ist ja. Nee, warte mal. Digga, seit 15. Jahrhundert meint ihr 1401 bis 1500. Seid ihr beschissen? Ich hatte eine 6 in Geschichte. Woher soll ich den kennen? Ihr rafft das nicht. Bro. Oh, jetzt werde ich langsam auch sauer. Ja, wer hatte denn eine Ritterborg? Ihr Wichser. Woher soll hatte ich den Ritterborg kennen? Okay, aber nimm mal an, er hätte eine Ritterburg. Wen hättest du dann geraten? Das war Lancelot. Ich habe meine Haare festgeklebt, Jojo. Egal, wir raten jetzt erstmal weiter. Machen wir später, alles gut. Ich zeig dir einmal ein Bild. Ja. Das bist du. Ehrlich? Ja. Noch nie gesehen. Nee, ja. Haben wir alle noch nie gesehen. Das heißt, bringt niemand. Du kennst die Person aber zu 100%. Nein. Nee, 99,9%. Aber dann müsste ich, wenn ich diese Person kenne, dann würde ich die jetzt erkennen. Nein, wir alle wussten nicht, dass sie so aussieht. Dummer Name. Wer ist Galileo? Ja. Kennt ja hier jeder, aber ich habe keinen scheiß Plan, wie der aussieht. Ja, aber wie soll ich den denn raten, ihr Wichser? Oder Isaac Newton. Ja, aber wie soll ich das denn machen? Versteht? Rafft ihr was? Ich muss ja auch Aussehen raten. Der hat eine krasse Sache gemacht. Ja. Die Glühbirne erfunden. Krasser. Das Rad erfunden. Krasser. Sauerstoff. Krasser. Schrödinger. Krasser. Er hat das Krasseste gemacht. Du, also wirklich. Du, ja. Der Geschichte. Ja, schon krass. Schon geschichtlich finde ich schon heftig. Was ist krasser als er? Quantenphysik? Nee. Relativität. 1550, Mann. Ich bin mit Abstand, und das sage ich mit Herz und weil ich dazu stehe, der akademisch ungebildetste Mensch in diesem Raum. Ja. Du hattest Shirin David. Er hatte Jeremy Frequenz, er hatte mich Jeremy und Frequenz. Du warst verfickt nochmal Zinni aus Marzahn. Ja. Und ihr gebt mir irgendeinen Wichser aus dem 14. Jahrhundert, der irgendwas gesellschaftlich Relevantes vor 500 Jahren erfunden hat. Wollt ihr mich ficken, Digga? Kleiner Tipp. Okay. Er hat zu Lande, zu Wasser und in der Luft. So. Ja. Und da können wir jetzt einfach mal gucken. Gehende Lehre, ehrlich. Okay, was nehmen wir? Er hat einen Job gemacht. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Was nehmen wir? Luft. Nö. Falsch. Okay, ja. Hatte ich jetzt eine 33,333%ige Chance, hab's verkackt. Also ist doch cool, das muss verweitern. Wasser. Richtig. Keiner lacht. Ruhe. Okay, danke. Das ist sehr respektvoll. Er ist im Boot gefahren. Ja. Die Titanic war 1900, ne? Ja. Ich hätte den Captain von der Titanic nicht gekannt. Also, wir haben Spanier, wir haben 15. Jahrhundert, wir haben Boot, wir haben Wasser. Er hat etwas Großartiges geleistet. Er ist ein verficktes Boot gefahren. Ja. Was ja. Zusammen. Ja. Wie Santa Maria. Oh, krass. Wieso weißt du das? Santa Maria, Insel, die aus Träumen geboren. Ich wusste bis gerade eben nicht, dass das ein Schiff ist. Das ist ich dachte, er singt da über eine Frau. Wusste ich auch bis jetzt nicht. Er war ein Pirat. Nee, ja, nicht nee. Ganz. Nee, oder? Der ist da, der hat Sachen geguckt, so auch. Ausguck oben hier. Segelboot. Geiles Geräusch. Ah, er hat Amerika entdeckt. Ja. You did it. Reicht schon. Wartet. Amerika entdeckt. Ich habe die ganze Zeit Findus. Könnt ihr mir einen Anfangsbuchstaben geben? CH. Das kann ja nicht sein, dass ich den nicht finde. Aber jetzt ist es nicht mehr schlimm. Du hast es geschafft. Ja, du hast es geschafft, Joe. Du kennst ihn und kommst du nicht auf den Namen. Das ist ein Unterschied. Genau. Ja, ich kenne ihn aber auch nicht. Jesus. Darf ich es auflösen? Ja, lebe ich auf. Christopher Columbus? Kenne ich nicht. Christopher Columbus. Digga, seid ihr völlig bescheuert? Digga, du hast Shirin David vor ihr Wichs. Digga, Christopher Columbus? Also das war ja das beschisseste Spiel der Welt, echt. Aber der hat Amerika. Digga, du warst Cindy aus Marzahn. Das war Adi. Stand-Up-Comedian. Ey, Trash-Talk Adi. Ja, ich hätte ihn auch nicht gegeben. Adrian hat sich so dermaßen in die Falle gegeben. Adrian, das war wirklich scheiße. Es tut mir leid. Aber ich habe wirklich gedacht, du kennst also das, Columbus. Nee, kenn ich nicht. Dafür, dass ich dafür gehatet werde, nee. Wenn wir Zabex, Shirin David, Jeremy Frequenz und Cindy aus fucking Marzahn haben und ich krieg Christopher Columbus, finde ich bodenlos. Ich hab mir ganz geil. Die Haare wurden so reingeklebt. Wer hat das hier festgemacht? Ich nicht. Wer hat das festgemacht? Max. Schwör? Max, guck dir das nee, Trimax mal. War's. Guck mal bitte, was du gemacht hast. Oh, Digga. Du hast. In der Schule, was du, kaum du hast die Haare zwischen das Band gemacht und hast dann die beiden. Boah, wie asozial. Das ist asozial. Ich hab das über den Hinterkopf gemacht und er hat sich das dann so festgeklebt. Nee, das hab ich nicht gemacht. Du hast dich da hinten jetzt angelehnt. Oh mein Gott. Oh.
Wir haben weniger. Wir haben oh mein Gott! Guckt euch das mal an, Chat. Chat. Guckt euch das mal an. Reißt du da? Nimm bitte das Mikro. Ne, wir gehen jetzt runter und schneiden es ab.